Hey Leute, wieder am Start. Wir haben immer noch Freitag, das heißt, ich habe vorproduziert dieses Video. Ich habe da mal ein bisschen weitergeschaut und habe ein Video gefunden mit Kostya Sü. Kostya Sü ist ein russischer Boxer, der weltweit eigentlich auch ziemlich bekannt war. Ich habe ihn nicht gekannt, es tut mir leid. Ich habe euch ja gesagt im letzten Video, ich bin ja voll der Noob, was das angeht. Und damals, ja, obwohl, also vor, ich glaube, 15 Jahren oder so, hat mir mein Papa dann erzählt, wer Kostya Sü ist. Und ein starker Kämpfer. Also, und der zeigt jetzt mal ein paar Kombinationen am Samstag. Und ja, der ist ja jetzt halt ein bisschen älter, ist ausgewandert nach Australien, meine ich. Da hat er dann gelebt oder lebt immer noch. Ich weiß nicht, ob der jetzt mittlerweile wieder in Russland ist. Und klasse Typ. Ja. Crew. Меня очень часто спрашивают про комбинацию ударов. Вот сегодня хочу Also, er wird показать oft и начать gefragt nach Kombinationen am серию Samstag. разных видов комбинаций. Und Простые. Für euch jetzt auch nur mal so, ja, wenn ihr gerne am Samstag arbeitet, ich habe ja auch viele Samstag-Videos schon rausgehauen und da könnt ihr euch ja auch immer mal so ein paar Aktionen dann quasi raussuchen und einfach nur mal ein bisschen nacharbeiten. Das werde ich auch machen. Und so ähnlich baue ich dann meine Sachen dann auch auf oder halt gehe halt nach eigenem Körperbefinden und der zeigt jetzt auch, ich habe mal zwischendurch mal ein bisschen reingeschaut, ein paar Sachen, die ich auch sowieso schon trainiere, ja, unabhängig, ob ich das jetzt bei ihm jetzt hier sehe oder weil es intuitiv eigentlich schon vom Boxen her schon in einem so ein bisschen drin ist. Das ist mal ganz cool. Na? Сложных с защитными действиями, без защитных действий, двухходовые, трехходовые, четырехходовые. Ну, начнем. Первые. Wir fangen очень an mit den простая. ersten. Einfach. Четыре удара снизу, два vier unten. прямых. Начинаем с Zwei передней gerade руки. oben. Vier Раз, unten. два, три, четыре, пять, шесть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schöner Takt. Ich vergleiche es immer mit Musik, ja? Tick, 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 tick. Иногда меня спрашивали про ноги, работают ли они, работая, когда Okay, ты делаешь Beinarbeit. именно эту комбинацию. Они работают, они Die всегда. Beine arbeiten immer Мои mit. ноги никогда не находятся, вес тела не находится на пятке. Все время на носочках. Okay, Поэтому die Beine sind даже immer auf den кажущееся, Ballen, что они auf den Fußballen. Не двигаются, они постоянно запускают определенную энергию. Und da hole ich dann die Impulskraft für die Schläge dann auch schön raus. Ja, seht ihr das? Da steht zwar, aber die Beine sind trotzdem immer schön am Mitarbeiten, mitwippen. Nicht übertrieben, ja, aber schon immer so ein bisschen. Eine schöne Kombi. Der Sandsack ist zwar konisch bei dem. Дыхание здесь идет таким образом, что на все удары идет выдох. Ja, Ты вдыхаешь mit jedem до Schlag atmet ihr aus. и нанося все удары, ты выдыхаешь. Vorher atmest du ein und dann jeder Schlag wird Последний ausgeatmet. такой большой выдох, перед тем, как начинаешь дышать опять, это на последнем ударе. Und mit dem letzten atmest du halt mehr aus. Ja, der kommt auch meistens immer ein bisschen härter. Und dann atmest du schön tiefer ein. Genau, der Sand. Sandsack ist. Kombination, тоже oh, не сложная. Два удара прямых. So, der Sandsack ist konisch, aber macht euch da bitte nicht so viele Gedanken daheim, wenn ihr da so einen normalen Sandsack einfach hängen habt. Diese Übung könnt ihr auch an einem normalen Sandsack machen. Gar kein Problem. Ihr habt da auch nicht so die krassen Nachteile mit. Ja, das passt schon alles. Два снизу, два прямых. Okay, zwei Пока von unten, мы zwei oben. Просто без всяких защитных действий последующих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Okay, Раз, два, три, четыре, zwei пять, oben, шесть. Zwei unten, zwei oben. Und achtet mal auf den Takt. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. So ähnlich wie die, die er davor gemacht hat. Das ist für mich immer wichtig. Ich glaube, so könnten wir das nächste Samstag-Video aufbauen. Was würdet ihr davon halten? Hättet ihr Bock da drauf? Очередная комбинация ударов. Начинаем с передней руки, два снизу и третий боковой. И так безостановочно идет за счет того, что раз, два, три передняя. Zwei unten und ein von der Seite. Das habe ich mal bei meinen Endlosübungen gezeigt. Wenn ihr mit links unten anfangt, kommt die rechte dazu, dann schließt die linke oben ab und dann fangt ihr unten wieder mit rechts an. Ja, rechts, на links боковом, und dann schließt ihr mit rechts Akzent. Und oben die seitliche ein bisschen Akzent setzen, das heißt ein bisschen fester rein. Das sind schöne Übungen, die ineinander übergehen, das ist echt geil.
Da kann man richtig entweder ein bisschen langsamer arbeiten, ruhig atmen, ja, oder Gas geben und sich richtig auspowern mit. Переходим, делаем 4 удара снизу. И то же самое следующий боковой. Раз, два, три, четыре, пять. Okay, jetzt macht ihr 4 Schläge unten und setzt dann oben einen Haken mit 5. Ja, das ist wie gerade eben mit den 1, 2. Ja, macht ihr nur 1, 2, 3, 4, bumm. 1, 2, 3, 4, bumm. Ja, oben. Очередная работа на мешочке, очередная комбинация. Делаем тоже очень схоже то, что мы делали раньше. Наносим первые 2 удара прямые. Die ersten zwei gerade. Okay, jetzt macht er das Ganze oben rum. Ja, das heißt hier gerade, gerade, hook, gerade, gerade, hook. Ja, und eine löst die andere ab, so dass ihr mal den Hook mit links macht und mal mit rechts macht. Die Übungen sind für die Koordination der Schläge oder der Bewegung halt wichtig. Ja? Genau, dass man da schön die Bewegung reinkriegt einfach. Schön rund. Ich liebe diese Arbeit, das macht mir echt Spaß. Простая рабочая, но в то же время очень важная для моторики движения, это простая двоечка, уход на заднюю ногу и 3 удара, начиная с дальней руки. Und 1, 2, raus und 3. Okay. 1, 2, also links, rechts, buk, buk, rausgehen und dann rechts, links, rechts. Und dann linken Haken mit dazu. Сам напросился на левый боковой. Пришлось его ударить. И вот как раз это... Er hat gesagt, von der Bewegung hat er sich selbst dazu verurteilt, die linke zu schlagen. Ja, also, und jetzt muss er sie mit reinbringen. Ich glaube, er ist ja jetzt auch wieder, also, er sieht wohl genährt aus, sage ich einfach mal. Das kann er auch absolut, man muss das Leben auch mal ein bisschen genießen. Aber ich kann ihn absolut nachvollziehen. Ich meine, ich habe jetzt die 7 Kilo runter und mir das ist vorher dann auch, wenn ich Übungen vorgemacht habe, auch bei diesen Sandsack-Workouts, dann auch bei den letzten, und da habe ich selbst verflucht, so, oh, verdammt, Ilja, du Depp, ey, wieso machst du diese Übung, weil es einfach richtig Kraft kostet, ey. Da kann ich es bei ihm jetzt auch total nachvollziehen. Это была такая подготовительная работа всех этих ударов для того, чтобы ударить тот удар, который уже показывал, тот удар снизу. Двоечка, раз, два, три, резкий уход на низ. Вау. И здравствуй, печень. Окей. Das war die Vorarbeit halt für den linken Haken. Dass die Leute halt zumachen. Macht ja auch Sinn. Arbeitet vorne, die machen zu. Ja, und dann kommt der Bumm und mit dem schönen Leberhaken. Da ist schön Schicht drin. Und zack, 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 zack und bäm. Hüp, hüp, hüp. Hüp, 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 hüp. Следующая комбинация уже более сложная, она более для боксеров, не только для моторики движения, для координации. Это передний удар прямой. Gerade. Ход на переднюю ногу. Aufs linke Bein. Удар снизу, удар боку. Okay, alles nur mit der Führhand. Okay, 3 Schläge jetzt, oder 4. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Okay, 3 Schläge mit der Führhand. Und dann die rechte schließt ab. Hüp, hüp, hüp. Jawohl, schön knackig dann. Можно делать без паузы, а можно сделать небольшую паузу между ударом снизу и боковым. Also ihr könnt es mit Pause machen oder halt auch ohne Pause. И без паузы. Und jetzt ohne Pause. Und zack. Zack, 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 zack. Jawohl. Если мы говорим без паузы, это более средняя дистанция, когда ты уже находишься в том формате около твоего соперника. Okay. Подогнав его к канату. Ohne Pause, sagt er, wenn ihr sehr nah am Mann seid. Ne? Wenn ihr sehr nah am Mann seid, dann halt ohne Pause. Mit Pause kann man sich das erlauben, wenn man einen Ticken weiter weg ist und dann eher guckt. Also der Costasu, absolut starker Mann, und damit ihr da so ein bisschen, falls einer von euch den auch nicht kennt oder nicht kennen sollte, weil ja auch viele Jüngere dabei sind und meistens ja die aktuellen Kampfsportler für euch ja eher bekannt sind, ja, für mich eher weniger, aber für euch wahrscheinlich eher mehr. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare hauen, auf wen ich da nochmal reacten kann, sehr gerne, ja. Aber jetzt nochmal ein kleines Best-of von Costasu, schauen wir uns auch nochmal zusammen an. Mega starker Kämpfer, und jetzt Film ab.
So Leute, für euch nochmal so ein 5-Minuten-Video rausgesucht. Über Costasio. Best of. Videoqualität ist natürlich oldschool, gell? Damals gab es ja noch kein HD. Das war in Melbourne 1992, habe ich jetzt erst gesehen gehabt. Oh, der hat auch ganz schön Beat genommen. Alter, Alter, Alter. War schon echt ein Zerstörer, ey. Der ist auch mal extrem schwer erkrankt. Ja, ich weiß gar nicht, was er hatte. War aber eine ziemlich, ziemlich heftige Erkrankung. Und ist dann aber doch wieder auf, angetreten und hat gewonnen. Ich weiß, wenn ihr den kennt, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was er für eine Krankheit hatte. In der ersten Runde hier schon. Alter, Alter, da werden die Beine weich. Oh, DSF hier. Der deutsche Kommentator, Wahnsinn. Und immer das Söpfchen hinten dran, das war auch sein Magenzeichen. Ist halt voll im Angriff, gell? Schön nach vorne. Aber ist ja auch das Best-of, das muss man ja auch sagen, gell? Es ist ja jetzt kein voller Kampf, den wir sehen, sondern das Best-of. Da ist das ja immer ein bisschen spektakulärer. Oh, oh, oh. Bam, da ist der linke Leberhaken. Ja, wie vorhin bei den Übungen. Links, rechts, bam, linker Leberhaken. Oh, rechter Uppercut. Oh, der ging aber nochmal auf den Hinterkopf, ey. Den hat er gehasst. Links, rechts reingezogen. Wow, knackig hier die rechte. Und sofort rausgegangen. Oh, linker Haken rückwärts gehen. Linker Aufwärtshaken. Ja, jetzt ist er wie am Samstag dran. Einfach nur drauf. Uiuiui. Ey, da hat die Rechte aber gewumpscht hier. Da flattern die Ohrläppchen. Alter, 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 Alter. Mit den Ohren. Wahnsinn, es tut mir leid, Leute. Gell? Sehr langsam, dass er nicht abhebt. Wie die flattern. Oh, der war krass, der Kampf. Pass mal auf, der steht sofort wieder auf und dann wackelt er. Der hat mich hier nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Das war's, Kind. Aber wie schnell der wieder auf den Beinen war hier und die K.O.-Wirkung erst später eingesetzt hat. Wahnsinn. Will er gerade noch was sagen? Ich glaube, das hat man auch schon öfter gesehen, ne? Den K.O. im Boxen. Dass er in so Best-of-Knockouts mit drin war. War auf jeden Fall ein richtig starker Kämpfer. Ja, quasi so wie auf dem hier. Golovkin, gell? Oder Mayweather und die anderen, die alle so drin sind.
So Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei jetzt. Genau, abbrechen. Da gehen wir auf abbrechen und stoppen. Und jo, ich würde mich sehr gerne über einen Daumen freuen. Ja? Also das heißt, wenn ihr einen hinterlasst, dann freue ich mich. Ja? Also das würde ich sehr gerne machen. Ja? Teilt die Videos, empfehlt uns weiter, lasst den Kanal growen. Wenn ihr Ideen habt für den Kanal, einfach nur raus damit. Nächste Woche Dienstag gibt es ein Beinworkout zum Mitmachen. Ja, und um die Hüfte wieder ein bisschen mobil zu machen, ich gehe da ein paar neue Ansätze und werde ich euch dann noch einen anderen Kanal mit vorstellen, der ganz cool ist und der für die Beweglichkeit sehr gut geeignet ist auch. Ja? Also bis spätestens Dienstag, Leute. Macht's gut. Ciao.